Eine Auswertung der Sterbefallzahlen in Rheinland-Pfalz für das Jahr 2020 hat ergeben, dass es nur geringe Hinweise auf eine Übersterblichkeit im Zuge der Corona-Pandemie gibt. Das hat jetzt das Statistische Landesamt in Bad Ems mitgeteilt. Demnach verstarben zwischen der 12. und der 16. Kalenderwoche 2020, also dem Zeitraum, in dem die ersten Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung in Rheinland-Pfalz gemeldet wurden, 4.732 Menschen. Das waren laut der amtlichen Sterbefallstatistik nur 3 mehr als im gleichen Zeitraum des Jahres 2019. Ein 34-jähriger Mann hat am Montagmorgen einen Supermarkt in Kaltenengers überfallen und ist anschließend geflüchtet. Laut Polizei bedrohte der Täter die Angestellten mit einer Pistole und forderte die Herausgabe von Bargeld. Anschließend flüchtete er mit einem dunklen Ford Fiesta, an dem die amtlichen Kennzeichen MYN885 angebracht waren. Diese wurden kurz vor der Tat in Urmitz von einem ebenfalls dunklen Fiesta gestohlen. Mittlerweile konnte der Mann durch die Kriminalpolizei ermittelt und festgenommen werden. Die Machbarkeitsstudie für die Alternativtrasse zum Mittelrheintal soll kommen. Das teilte jetzt die CDU-Fraktion im Landtag Rheinland-Pfalz mit. Auf den Text für die offizielle Ausschreibung muss sich jedoch noch geeinigt werden. Man sei sich einig, dass die Menschen im Mittelrheintal entlastet werden müssten. Der Bahnlärm mache krank, so der Vorsitzende der CDU-Landtagsfraktion Christian Baldauf. Mehr aus der Region gibt es unter www.tv-mittelrhein.de.